willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute geht's weiter an Marius Golf 2 VR6 Hi. Turbo Leichtbau 300 km/h Projekt 2019. Guck mal, erst haben wir es aber auf, ja. Wir haben den Tank von Igor zurückbekommen. Ihr erinnert euch im letzten Video, wir waren bei Igor und haben so ein bisschen das Schweißen beigebracht bekommen. Und der Igor hat aber den Tank da behalten, hat ihn geschweißt. Und jetzt habt ihr hier unseren 1A Papp Catch Tank für diese Saison. Ja, die Bauschaumaktion war in meinem Fall nicht so von Erfolg gekrönt. Stimmt, da müssen wir als allererstes einsetzen. Das letzte Video hatten wir ja aufgehört, Video davor, mit Bauschaum. Gab es ja einige Kommentare zu, dass wir es falsch gemacht haben. Wird auch so gewesen sein. Der erste Punkt ist, wir können natürlich nicht das Auto auf den Kopf drehen. Das funktioniert natürlich schon mal gar nicht. Von oben befüllen war in dem Fall auch nicht so einfach. Unterm Strich hast du aber lieber wieder oldschool-mäßig erst mit Pappe gemacht. Genau, ich habe den Bauschaum im blauen Sack gelassen, so in so. 1:1 Und das mit Pappe gemacht. Ging eigentlich auch viel schneller. Also ich habe jetzt schon ein paar Sachen aus Pappe gemacht. Das fällt mir eigentlich relativ einfach, relativ leicht so. Ja, wir haben das jetzt einfach nochmal kurz wieder zusammengeklebt. Hier, seht ihr mal, was Marius da so drauf schreibt hier vorne. Ja, das ist mein Spicker. Mit Knick. So, jetzt die große Frage ist jetzt ja, wie gut passt das Ganze am Ende? Genau, also Igor hat das direkt voll durchgezogen, durchgeschweißt. Wenn jetzt irgendwas nicht passt, wandern ein paar Arbeitsstunden Müll, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall, mir hat das Video auf jeden Fall bei Igor Tiere Spaß gemacht. Ja, fand ich auch cool. Witziges Kerlchen, ich mag ihn. Ja. Definitiv spaßig gewesen. Jetzt müssen wir noch schweißen lernen, aber das sollten wir irgendwie beim Kriegen nicht. Ne? Ja. So, pass auf, mich interessiert am allermeisten gerade, wie du jetzt vorgegangen bist, um solche Schablonen zu erstellen. Das zeigen wir euch jetzt mal, weil der eine oder andere hat da bestimmt so gar kein, ich sag jetzt mal, Verständnis für, wie du bei diesen Schablonen jetzt vorgegangen bist. Ja, im Prinzip habe ich mit der angefangen, die du jetzt gerade abnimmst, weil das war so die Kontur des Autos und die Kontur, die ich brauche, um die Stoßstange hinterher noch montieren zu können. Diese Aussparung, die wir hier vorne sehen, die brauche ich, weil die Lippe da dann doch tatsächlich relativ eng dran liegt. Diese. Genau, also die Lippe liegt dann hier so ein bisschen schräg. Okay, drin. Also der sitzt ungefähr so. So ist der Tank dran, genau. So. Das ist so die Kontur, die die Stoßstange in etwa hat. Hier ist dann natürlich noch so ein bisschen Luft. Wie gesagt, hier unten stört dann so ein bisschen die Lippe, deswegen musste ich das hier aussparen. Von hier vorne werden wir später dann die Benzinpumpen finden, da gehen wir dann später noch drauf ein. Ich habe also mit dieser Pappe im Prinzip angefangen, jetzt muss ich kurz überlegen, dass im Prinzip, ich wusste ja, den Träger schneide ich natürlich nicht weg, das Batterieblech kann ich auch nicht ändern, den Kotflügel habe ich ausgespart, müssen wir jetzt einfach ganz ehrlich so sagen. Da muss ich mal kurz zu zeigen, ich hätte jetzt mal wieder fast gedacht, es hätte auch original sein können. Ja, ich habe halt, also den Halter wollte ich natürlich lassen. Hab dann dahinter noch so einen Keder nach dem Versiegeln drauf gemacht. Ist für mich kein Problem, weil das ist ein verschraubtes Teil, was ich jederzeit wieder wechseln kann. Sehe ich nicht so das Problem drin. Ne? Denke ich auch. Also das Plus, ich habe dadurch bestimmt 2 Liter gewonnen, weil eigentlich war der Kotflügel so richtig eng hier vorne. Dadurch, dass ich das jetzt nutzen noch kann, kann es deutlich eckiger werden. Ja, kann es deutlich eckiger werden. Genau. Ganz kurzes Zwischenthema fällt mir dabei ein. Diesen Freitag sind wir mit unserem Team beim 24-Stunden-Rollerrennen in Uelzen. Das ist, glaube ich, Richtung Hamburg hoch. Ja. Soll ein relativ großes Event sein. Ich glaube, 40 bis 80 Teilnehmer. Wir fahren wirklich 24 Stunden Stoppelcross-Rollerrennen. Haben dafür 2 Roller vorbereitet. Da gibt es natürlich am Ende auch ein kleines Video zu. Ich freue mich tierisch drauf, weil unsere Motorradsparte ist mit am Start. Marius ist am Start, mein Bruder ist am Start, René ist am Start. Benny ist am Start, der hat natürlich relativ viel mit dem Roller gemacht. Kann eigentlich nur richtig geil werden. Also wenn ihr Langeweile habt, Freitag, ich glaube 18 Uhr ist Start. Wir fahren wirklich Freitag 18 Uhr bis Samstag 18 Uhr. Ich freue mich tierisch auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie viele Stunden wir schaffen. Vor allem, wie viele Stunden dieser Roller durchhält. Ne? Genau, das meine ich damit. Also wir haben uns beim Rollerbau schon so ein bisschen Gedanken gemacht. Aber ist für uns alle das erste Mal. Da geht es aber wohl richtig zur Sache. Da gibt es auch einige Teams, die da seit Jahren richtig, ähnlich wie bei diesen Rasenmähertreckerinnen, Gedanken machen. So viel haben wir jetzt nicht investiert. Aber da wir vor 2 Wochen mit der Planung angefangen haben, der Spaß steht im Vordergrund, haben wir dann doch relativ schnell 2 Roller fertig bekommen und ich denke, das wird witzig. Ich bin gespannt. So, zurück zu deiner Pappe. Genau. So erstmal musst du mir jetzt mal einmal sagen, ist das die original erste Pappe oder
machst du immer zwei Pappen? Das ist schon, also die erste war natürlich gerade, dann habe ich die Stoßstange rangesteckt, habe mir den ganzen Papptank weggedrückt, also gemerkt, okay, da stört leider die Lippe. Dann habe ich die noch ein bisschen länger gemacht, habe dann im Prinzip diese Kantung ergänzt und dann hat es auch schon gepasst. Also es ist, um ehrlich zu sein, die zweite. Okay. Weil ich habe auch schon öfter immer mal so Schablonen von dir gesehen, wo du dann einfach wieder was ranklebst. Genau, kann man bei Pappe relativ simpel machen, ne? Was rankleben. Natürlich ist das vom Biegeradius und her und so immer so ein bisschen so eine Sache. In Alu wird es dann alles nochmal natürlich viel härter. Eventuell drückt sich bei Pappe was weg, was man dann natürlich in Alu montiert und merkt, ups, da ist doch kein Platz oder so. Deswegen habe ich noch etwas Respekt davor, dass wir das jetzt gleich mit René probieren, ob der Tank passt. Weil eventuell werden wir hier und da nochmal ein bisschen mit der Flex optimieren müssen. Okay, das heißt, du hast mit der angefangen. Mhm. Die hintere ist identisch? Nicht ganz, da habe ich ein bisschen mehr Platz. Das heißt, der Tank ist so im Ganzen leicht konisch, würde ich mal sagen. Also der läuft hinten so ein bisschen auseinander. Ah, okay, aber das macht es natürlich dann gleich nochmal gleich viel komplizierter. Ja, das hat es von den Längen auf jeden Fall komplizierter gemacht, aber ich wollte halt wirklich maximal 4 Liter Kraftstoff da reinkriegen. Mhm. Nicht 4, sondern viel. Jetzt ist natürlich klar, wenn man sowas mit Pappe vorbereitet, dass natürlich schon ganz gut Spalt so geblieben ist, gerade wenn das ein bisschen konisch wird und so weiter. Ja. Dafür muss man aber sagen, hat der Igor das eigentlich schön hinbekommen. Ne? Genau. Also das sieht schon schön, auf jeden Fall funktionell aus. Ne? Muss ich ihm auch lassen. Ja, okay, aber dann waren das ja in Summe 1, 2, 3, 4, 5 Teile. Ne? Also ich habe halt immer probiert, dass ich möglichst viele Schweißnähte schaffe. Natürlich hätte man das noch viel mehr in einem Stück kanten können. Habe ich aber keine Werkzeuge zu. Ich habe auch eine normale Kantbank zur Verfügung. Das heißt, mehr als so ein Winkel wird schon schwer, wenn die Unterwange dann im Weg ist. Das heißt, ich habe das aus einem Stück, nee, das jetzt gerade ist gelogen, das in einem Stück, das in einem Stück, hier hinten das Runde in einem Stück und das wieder aus einem Winkel, um möglichst wenig Schweißnähte hinterher zu produzieren. Genau. Das ist jetzt ja auch genau der schönste Teil, die Rückseite, ne? Ja. Hier sieht man halt richtig schön, wie das da, das ist mit einer Rundbiegemaschine erfolgt. Also sonst würde es die Variante geben, man kantet das immer wieder mit der Kantbank ab, alle 10 mm oder 15 mm. Also ist natürlich schöner. Mhm. Klar, bis man natürlich diesen Radius getroffen hat, braucht man auch ein paar Versuche, aber das... Echt? Ja, weil du hast nicht wie bei einer Kantbank eine Gradzahl, sondern du hast einfach 3 Rollen, wovon du die hintere verstellen kannst. Und das ist so ein bisschen... Wie man auch. Ja, habe ich auf jeden Fall ein Probeblech erst gemacht. Und wenn der Radius gepasst hat, habe ich dann das einfach nur einmal durchgeschoben. Genau. Ah. Was denkst du, wie viele Läufe du da mit dem Tank fahren kannst? Also ich werde aus Sicherheitsgründen jeden Lauf nachtanken. Ich bin mir aber schon sicher, dass wenn ich auf dem Rückweg noch einmal das geben will, um irgendwas zu testen, um irgendeinen Wert zu sehen. Also wir sind so... Wir können ja schätzen lassen. Nee, genau. Ich wollte gerade sagen, bevor du... Wir haben es zwar so leicht errechnet. Ich hatte gerade den Gedankengang, wir könnten jetzt natürlich auch... Flüssigkeit reinkippen und gucken, wie viel es ist. Mhm. Machen wir aber nicht, weil ihr könnt ja mal schätzen, wie viel es ist. Mhm. Da werden wahrscheinlich einige, ich denke mal schon, dass wir auf die Kommastelle hinkommen werden. So viele, wie viel es schätzen werden. Zumindest werden meine Profilaufrufe jetzt hochgehen. Da muss ich schnell den Post löschen, weil da gab es schon einen zu. Genau, jeder, der es weiß. Wobei nein, die wissen es aber auch nicht auf die Kommastelle. Wir werden es wirklich auf die Kommastelle. Achso, wir wollen es richtig? Okay, genau. Dann so, weiß es keiner, ich selber nicht. Genau, weil wir haben es nur so berechnet und ich sag mal, berechnet wird wahrscheinlich plus minus 300, 400. Ja, ich habe da damals einen Müllsack in meine Pappe dann gemacht, vollgegossen wirklich mit Wasser. Die Zahl weiß ich noch, aber jetzt minus die Pumpen, minus diese Kante hier und so weiter, weiß ich selber nicht. Pumpen lassen wir jetzt auch außen vor, weil die können wir jetzt gerade noch nicht simulieren. Wir werden das Ganze auf jeden Fall am Ende noch auslitern. Und was kriegt der Gewinner? Ja, der kann dann auf jeden Fall mal eine Runde mitfahren. Die letzte Mitfahrt hat ja nicht geklappt, der hat sich nie wieder gemeldet. Stimmt, die 922 Kilo. Wenn das einer auf der Kommastelle errät, baue ich auf jeden Fall einen Beifahrersitz ein. Genau. Also auf ein passendes Event dazu halt. Ne? Fleißig Volumen von diesem Tank erraten, schätzen, wie auch immer. Ja. Wir werden es am Ende auslitern und werden im nächsten Video bekannt geben, wie viel es waren. Ja, okay. Bin mir sicher, es sind zwischen 0 und 20 Liter. Ja. Auf jeden Fall so eigentlich ein krasses Gebilde, ne? Gott sei Dank relativ leicht geworden. Ich hatte auch ja wieder Angst als Gewichtsfetischist, dass es schwer wird, weil es auch aus 2,5 mm Alu gebaut ist. In der Zwischenzeit sind ja auch schon wieder ein paar Kilos aus dem Auto raus. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Das kommt im nächsten, übernächsten, überübernächsten Video, wenn du dich nochmal so ein bisschen mit Diffusor hinten und so weiter beschäftigst. Ja. Da machen wir dann nochmal das große... Ich träume ja davon, dieses Jahr unter 900 zu landen. Mal gucken, ob das geklappt hat oder leider nicht. Da muss ich selber noch abnehmen. So, okay, einzelne Bleche gemacht, die aneinander und jetzt kann passen, muss aber nicht. Genau, jetzt wird das hoffentlich so von unten reingesteckt und sollte passen. Okay.
So, dann machen wir das nochmal ab. Snap on. Also so wird er da später drin sein. Also so nach und nach gewöhne ich mich ja an diese Voll-Alu-Optik, ne? Ja, da ich ja eigentlich ein Weiß-Orange-Freund war, werde ich mich leider so, glaube ich auch damit anfreunden müssen. Die Kombination aus dem fetten Ladeluftkühler, der Kühler, die Downpipe und so und der Tank. Das hier ist auf jeden Fall wieder Leichtbau-Level 1000, ne? Ja, der bringt sicherheitstechnisch gar nichts mehr. Ja. Das erinnert mich immer an dieses Foto aus dem Internet, wo einer dieses ganze Auto durchlöchert hat. Ja, ne? Da habe ich auch wirklich, glaube ich, so 2 Stunden dran gesessen, bis alle Löcher gebohrt waren. Wundert mich, dass er noch nicht einen Aluträger hat. Ja. Weil das ja auch so ein relativ einfaches Profil wäre. Aber wenn ich jetzt, genau, wenn ich jetzt einen voll Aluträger einbaue, wird es, glaube ich, gar nicht so viel Gewicht erspart. Das ist ja beim Gleichen, ja. Okay, cool. Das sieht ja schon mal, also hier, die gerade so, wenn ihr filmt mal von der Seite so, die Kontur, das sieht schon geil aus. Da ist auf jeden Fall überall ein bisschen Luft. Ja, der sind das so ein bisschen geht runter. Ja sogar fast wieder hier als... Als Original VW Motorsport. Ja, der kriegt eine Teile nochmal eingeschlagen. Und gut tief auf jeden Fall schon, ne? Ja, also das ist eine Sache, die ich leider akzeptieren musste. Ich habe jetzt hoffentlich die Höhe der Lippe angenommen. Okay. Da ich aber einen Unterfahrschutz fahre, verschwindet der Tank. Mhm. Wenn ich natürlich aber mal irgendwo dolle aufsetze auf dem Trailer oder so, ist das natürlich so eine Sache. Das werden wir noch sehen. Musst du eine 5er-Platte noch raus. Ja. Ja, zumindest so sollte reichen. So. Ich ahne aber leider schon ein Problem. Mhm. So, ein Teil. Was ja noch fehlt, ist dieses. Genau. In den Tank sollen 2 044er Pumpen rein. Ja. Mit denen gehen wir dann jeweils mit einem Vorlauf links und rechts an die Rail. Rücklauf. Mittig zurück. Mittig zurück. Benzindruckregler, denke ich mal, wird irgendwo direkt da drüber hier so sitzen. Ja, oder hier unten noch irgendwo so. Muss ich mal gucken. Sind genau. Ja sogar, ist ja sogar ein schönes Loch da. Und genau, betankt werden, entlüftet werden und so muss er auch noch. Das machen wir aber später. Ja. Die Pumpen kommen rein. Achso, hier so soll der hin, ne? Genau. Okay, das heißt ein bisschen abschneiden, unten kannst du ihn ja zur Not noch. Ja, das sehe ich leider gerade auch. Ich glaube, die Lippe hat, das Niveau der Verbreiterung. Was bedeuten würde, dass der Tank aktuell noch so 1,5 cm ungefähr zu lang nach unten ist. Mhm. Weil ich will natürlich schon, dass mein Unterfahrschutz das Auto wirklich eben macht und nicht, dass der Tank da rausguckt. Ne? Ja, wir können ja die Stufe schon nochmal anschauen. Genau, deswegen habe ich die nochmal mitgebracht jetzt. Muss noch zum Lackierer, soll dieses Jahr mal eine neue herhalten, weil die alte war vorne aufgeschnitten. Und da bringt ja selbst Carbon hier nichts mehr. Hab hier so eine Lippenhälfte mal rangemacht. Fertig, kann direkt zum Race. Start klar. Ja, und da sieht man es okay, klar. Ja, das ist jetzt die. Ja, das wäre mir auch ein bisschen zu riskant. Ja. Also ich würde mir jetzt auch so weit abschneiden. Das 5 mm Luft zum Unterfahrschutz. Genau, haben, ne? Weil wir wollen ja noch einen kompletten Unterboden bauen, ja. Dass der komplett geschlossen ist. Ein bisschen hoch kann er noch, er liegt jetzt gerade nicht ganz oben, aber da wird ein Stück ab müssen. Ja. Mhm. Das hatte ich befürchtet, aber gut, dass Egon aufgelassen hat, dann können wir da relativ einfach... Okay, das was ich krass finde ist, dass die Ansaugbrücke jetzt hier so komplett frei steht, ne? Ja. Die steht ja komplett in Fahrt mit jetzt. Kühlung. Da müsste man eigentlich so PC-Kühler nochmal draufschrauben oder so. Dann hast du wirklich nochmal einen Ladeluftkühler an der Brücke direkt. Ja, oder dann nochmal einen Ölkühler installieren, hatte ich ja bisher. Stimmt, einen Ölkühler. Ja, nee, stimmt, wir müssen ja noch. Okay, das ist natürlich perfekt. Wenn man kannst du hier so mit den Leitungen, kannst du perfekt so mit den Leitungen durch, ne? Mhm. Und hier nochmal ja. Ölkühler drauf. Ne? Ich hatte bisher ja keinen gefahren, weil es ja ein reines Eventauto ist und eigentlich immer relativ kühl ist, aber zum Abstimmen wäre einer schon schöner diesmal, ne? Mhm. Okay. Ja,
dann bedeutet das... Also jeder, der gleich fleißig das Volumen berechnet, ihr könnt da nochmal, wie viel schneiden wir ab? 2 cm wollen wir nicht tippen. So, ja. Also ihr könnt schon mal mit einberechnen, dass es da noch 2 cm gekürzt wird. Und dann fangen wir das nächste Video direkt damit an, wie wir das Ganze aussieht und bekannt geben, wer gewonnen hat. War kurz und knapp. Wir wollten euch nur einmal kurz auf den Stand bringen, weil wir leider nicht jeden einzelnen Schritt immer filmen können. Das dauert gerade jetzt zu lange, weil Marius will dieses Jahr noch Race 1000 und TTT fahren. Das sind nur noch, haben wir festgestellt, fünfeinhalb Wochen. Das wird extrem sportlich, deswegen müssen wir jetzt Gas machen. Weil ihr seht, Ladeluftkühler und so weiter. Genau. Das heißt, wir zeigen euch aber auf jeden Fall noch, wie Marius den Ladeluftkühler baut. Werden noch etliche Sachen kommen, aber wir müssen ein bisschen Gas machen. Ja. Also, das war's für heute. Wir sehen uns hoffentlich Freitag beim 24 Stunden. Genau.